Wahrscheinlich kommen sie gleich aus dem Gewisch und lachen uns aus. Okay, Leute, ihr könnt rauskommen. Sie haben bestimmt überall Kameras versteckt und warten, wie lange wir brauchen, bis wir das Feuer, das Rad und Disneyland entdecken. Und die Liebe. Wir sollten zuerst herausfinden, ob wir auf eine Insel sind. Liebe stört bloß. Natürlich stört sie. Aber das ist ihr doch egal. Sie lebt davon und man kommt einfach nicht an ihr vorbei. Besonders auf einer einsamen Insel. Wir sitzen vielleicht Wochen oder Monate hier fest und dann noch 2 zu 3. Das sieht nach Erde aus. Also mit mir brauchst du da nicht zu rechnen. Ich bin fertig damit. Kerle. Ich will mich ja nicht als Anführer aufspielen, aber ich finde, wir sollten etwas unternehmen. Zum Beispiel nachsehen, ob es auf dieser Insel Wasser und Credits gibt und lautere Sachen. Vielleicht gibt es ja auch Eingeborene. Was wird das? Peter Pan im Nimmerland? Ich spiele nicht Wendy. Als Kind musste ich immer Wendy spielen. Noch wissen wir nicht, ob es eine Insel ist. Also sollten wir losgehen und es herausfinden. Yeah.
ist hoffentlich die Erhabenheit dieses Augenblicks bewusst. Kein Mensch hat vorhin seinen Fuß auf diesen Boden gesetzt. Hoffentlich holen sie uns pünktlich wieder ab. Diese Insel ist auf keiner Seekarte verzeichnet. Ist gerade nach ein Wunder, das jetzt entdeckt wurde. Was gibt es hier schon zu entdecken? Warte ab, bis wir sie vermessen haben. Das Vermessen ist der Anfang von allem. Hinterher wirst du sie nicht wiedererkennen. But you're not real.
schon einmal? Diese Bucht kommt mir bekannt vor. Dann ist es eine Insel. Dann müsst ihr irgendwo die Cola büßen. Ach was, hier sieht es doch überall gleich aus. Jedenfalls gibt es Wasser und Brennholz und Früchte aber auch. Und Schlangen und Spinnen und Würmer. Alles, was du einmal ausdrücklich in der Erlebung dazu gehört. Du bist ekelhaft. Also ich könnte schwören, es ist die Bucht. Wir sollten die Stelle markieren, dann wissen wir, dass wir einmal rum sind. Halt! Was ist? Eingeborene! Wo? Das muss eine Rekordstelle sein. Vielleicht tausend von Jahren alt. Primitiv? Aber beeindruckend. Womöglich liegt ein berühmter Häuptling darunter begraben. Ein sehr kleiner Häuptling. Noch niemand von Pygmäen gehört. Außerdem gibt es Naturvölker, die ihre Toten senkrecht begraben. Mich würde mehr interessieren, was sie mit ihren Gefangenen machen. So oder so. Auf jeden Fall müssen wir Militären fordern. Ja, und wer? Vielleicht Eingeborene? Es ist niemand aus uns auf dieser verdammten Insel. Es sei denn, sie bewegen sich alle gleich schnell, wie die verlorenen Jungs, die Indianer und die Piraten. Hörst du jetzt endlich mit dieser Peter Pan-Scheiße auf, Wendy? Wollen wir nicht mal Rast machen? Rast? Wie sich das anhört? Bist du Pfadfinder oder sowas? Ausruhen? Wie wär's mit Ausruhen? Zuerst einmal herausfinden, ob das eine Insel ist. Als ich den Anschein hatte. Waren wir nicht schon mal? Kaum. Ich könnte schwören, das ist die Bucht, in der wir angelegt haben. Sag bloß, du erkennst die Wellen wieder. Was passiert mit dieser Insel, wenn wir sie vermessen haben? Tourismus, Erdöl, Atomversuche, was weiß ich. Und was wird aus den Bewohnern? Je nachdem. Was für Bewohner? Das, was wir gerade eben gesehen haben, kann ebenso gut ein Schildkrötennest gewesen sein. Und wenn nicht, wenn es doch Eingeborene gibt, dann werden sie umgesiedelt, abgefunden, als Personal verwendet, was weiß ich. Wieso gehst du nicht zu Greenpeace? Die brauchen auch Landvermesser. Was sind das für Wesen? Sie gehen aufrecht wie Menschen. Sie verständigen sich mit Lauten untereinander, die man fast für eine Art Sprache hält. Sie laufen die ganze Zeit im Kreis, wie gefangene Käfer. Sie verstecken ihr Wesen hinter falschen Farben und in ihren Augen ist Angst und Gier. Töten wir sie! Wir sollten Hoa Hoa wecken. Manche sagen, Hoa Hoa ist tot. Hoa Hoa ist unsterblich. Es schläft. Auch wenn es unter den Jungen allerdings als witzig gilt, daran zu zweifeln. Hoa Hoa ist der Hüter der Welt und es erwacht, wenn alle Menschen ihre Töne vereinen. So steht es geschrieben auf dem Stein der Steine. So steht es geschrieben. Sie kommen wieder! Wir sollten versuchen, mit ihnen zu sprechen. Sie werden sich fürchten.
haben sie noch nie einen Menschen gesehen. Sie werden uns für eine Art Götter halten. Sie sind über das Wasser gekommen. Es gehört Vernunft dazu, Boote zu bauen. Es gehört freilich noch mehr Vernunft dazu, keine zu bauen. Wir töten sie! Ich frage mich wirklich, wie man über so eine ernste Sache Witze machen kann. Man kann überhaupt nur noch Witze darüber machen. Wir sollten uns allmählich mit den Gedanken vertraut machen, dass wir verloren gegangen sind. Es gibt schließlich Pannen. Und ich glaube, das hier ist eine Panne. Vermutlich sind wir auf einer Insel, die auf keiner Seekarte verzeichnet ist. Auch wenn ich nicht glaube, dass es sowas überhaupt gibt. Aber wahrscheinlich suchen sie schon nach uns. Und ich finde, wir sollten etwas tun, damit sie uns finden. Ein Feuer machen, zum Beispiel Rauchzeichen geben. Wem? Den Hubschraubern, was weiß ich. Hörst du irgendwelche Hubschrauber? Struggle with a top-notch hustle. Time to scuffle.
ruling all possibilities of me being low down. Still back in case me being a showdown. No need, like the biz, hunger. Stomp in the mountains, in the mountains, in the back streets, in the alleys. Stomp for the boys and girls, the freshest girls who took the wrong turn in the cold food world. Stomp, buddy, this is what you want. So for the body, you keep making show. Everybody just stomp, step down with it. Gewinnt es an Urbanität. Es erschließt sich, indem wir es erschließen. Schön gesagt. Was ist Urbanität? Urbanität heißt Leben. Urbanität heißt Strom und Wasser und Kommunikation. Urbanität heißt Straßen, Hotels, Shoppingcenter, Flugplätze. Dafür Gold und einen Sklaven, der deine Schulmappe trägt. Meine Perlen sind auch, ey. Dein Pech. Hey, ihr werdet denen noch nicht auf den Leim gehen. Okay, Leute, die Show ist vorbei. Ihr habt euch wirklich Mühe gegeben. Aber jetzt wäre ich für eine kalte Cola und eine große Portion Pommes. Ich fass es nicht. Wir haben einen unbekannten Eingeborenenstamm entdeckt. Oder sie uns. Sie halten uns bestimmt für so eine Art Götter. Vielleicht halten sie uns auch für so eine Art Futter. Bestimmt sind es Kannibalen. Das Verzehren von Menschen zu Ernährungszwecken ist in der Geschichte nirgendwo nachgewiesen. Die Büchse! Ich hab's die ganze Zeit gewusst, das ist die Stelle. Wir sind die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Was regt sie auf? Es muss eine Art Kultgegenstand für sie sein. Und da die Pyramide. Was habe ich euch gesagt? Das ist die Stelle. Ja, ja, ist ja gut. Das Aufschichten der Steine war offenbar eine bewusste Kulthandlung. Sie sprechen.
Hast du gedacht, sie bellen? Wir sollten sie töten! Hört schon auf mit eurer ewigen Töterei. Wo habt ihr überhaupt dieses Wort her? Seit Menschengedenken ist auf der Welt nicht mehr getötet worden. Wir sind Krieger! Das tut mir leid für euch. Aber niemand hat euch daran gehindert, etwas Vernünftiges zu lernen. Denkt an unsere Worte. Da, wo die herkommen, gibt es noch mehr von ihnen. Und sie werden kommen und die Welt mit Krieg überziehen. Und niemand wird euch beschützen, außer dem Krieger. Denn Woa-Woa ist tot. Ich versuche es. Wer immer ihr auch seid und wo immer ihr auch herkommt, ihr werdet eine lange Reise hinter euch haben und seid gewiss hungrig. Wenn ihr uns folgen wollt, werden wir gerne die Erquickung mit euch teilen, die die Welt zu bieten hat. Ich habe es so einfach wie möglich ausgedrückt. Was zum Teufel meint sie? Zähne putzen, telefonieren? Essen, sie meint Essen. Sie glaubt, dass wir intelligent genug sind, um die einfachsten Gesten zu verstehen. Ich glaube, sie will das mit ihr gehen. Da hinein in diese Wildnis? Was haben wir schließlich zu verlieren? Den Umfang hätten wir. Jetzt geht es an. Einwärts! Wirf die Säge an! Menschen! Fremde Wesen, die über das Wasser kommen. Sie sind nicht wie wir. Aber sie scheinen eine Art Vernunft zu besitzen. Denkt daran, dass wir auch einmal. Seid ein bisschen nachsichtig. Es scheinen jugendliche Exemplare zu sein. Also habt Geduld. Auch wenn es keine Menschen sind. Oder eben deshalb. Was mag das Wort Menschen bedeuten? Sie sagt es immer wieder. Vielleicht ist es ihr Wort für Eingeborene. Wahrscheinlich ist es ihr Wort für Menschen. Kanaken bedeutet auch Menschen in der Sprache der Kanaken. Sie sehen uns nicht an, als würden sie uns für Blätter halten. Warum sollten sie? Ist mir auch lieber so, diese Verantwortung. Aber sie scheinen irgendwas von uns zu erwarten. Oh Gott, ist das peinlich. Vielleicht sollten wir ihnen sagen, wer wir sind. Und wer sind wir? Ich kenne diese Sprache. Oh nein, nicht die schon wieder. Das ist die Sprache, die sie der Großziele gesprochen haben. Ich bin dort gewesen, ich habe es euch erzählt. Ja, das hast du uns erzählt. Du hast uns auch erzählt, dass sie dort in übereinander getürmten Hütten hausen und sich in Booten auf Rädern über das Land bewegen. Wir haben dir zugehört, aber wir hören dir nicht immer wieder zu. Sagt ihnen, dass alles war, was ich erzählt habe. Was hast du ihnen denn erzählt? Ich habe mir heimlich ein Boot gebaut. Wieso heimlich? Die Menschen haben seit langem aufgehört, Boote zu bauen. Es ist nicht verboten, aber es wird nicht gern gesehen. Sie wollten nicht wissen, was hinter dem Wasser ist. Ich wollte es wissen. Ein großes Boot hat mich aufgelesen. Ein Boot voller weißer Menschen wie ihr. Sie haben mich in die Stadt mitgenommen. Dort habe ich eure Sprache gelernt. Aber es hat mir nicht viel geholfen. Sie haben mich nicht verstanden. Sie hatten Angst und Gier in ihren Augen und waren in Eile. Und immer hat es geregnet. Das muss London gewesen sein. Es hat mir nicht gefallen, London. Ich bin wieder nach Hause gegangen. Wie? Mit dem Wasser.
Ein großes Boot hat mich mitgenommen. Dafür habe ich die Maschinen gerettet und das Deck geschrumpft. Als es an der Zeit war, bin ich von Bord gesprungen. Das ist alles. Ich kann verstehen, warum Sie dir nicht glauben. Die Geschichte klingt wie ein Märchen. Deshalb darf ich sie auch an 10 Kindern erzählen. Zum Einschlafen. Sie verstehen sie tatsächlich. Natürlich verstehen sie mich. Na los, rede miteinander. Ich übersetze. Hat niemand mein Handy dabei? Ich müsste mal zu Hause anrufen, Bescheid sagen, dass ich nicht zum Essen komme. Ja. Tja, also, sehr guter Anfang. Weiter? Ich komme mir vor wie in einer Talkshow. Wir müssen Ihnen sagen, dass Ihre Insel in Gefahr ist. Gefahr? Diese Männer sind Landvermesser. Was für Männer? Da bin ich gleich schon nicht weiter. Der Häuptling fragt, was Landvermesser bedeutet. Sie messen die Insel aus und wenn sie damit fertig sind, kommen andere Männer an die Insel besitzen. Aber wie können Sie das? Die Welt gehört niemandem. Wir leben auf ihr. Sie ernährt uns. Wir behandeln sie gut. Aber sie gehört uns nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal was Grundsätzliches klären. Die Welt ist viel größer als diese Insel. Das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Sie glauben es nicht. Und wo glauben Sie, kommen wir her, wir und diese Landvermesser? Wir wissen, dass es hinter dem Wasser eine andere Welt geben muss, auf der andere Menschen leben. Einige von ihnen sind hier gewesen. Unsere Legenden wissen davon zu berichten. Aber wie kommt es dann, dass sie euch bis heute in Ruhe gelassen haben? Woa woa. Woa woa? Alle, die hier waren, haben es vergessen. Und wir, werden wir auch vergessen, dass wir hier gewesen sind? Na schön, aber was ist mit diesen Landvermessern? Die werden bestimmt nicht vergessen, was sie vermessen haben. Die haben einen Auftrag und den führen sie aus. Sollen wir ihn nach? Wir müssen Woa Woa retten. Woa, 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 Woa. Menschen. Die Welt ist in Gefahr. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr habt es vergessen. Ihr habt nicht zugehört, wenn die Alten zu euch von den Überlieferungen sprachen. Ihr habt euch sicher gewähnt und aufgehört, an Woa Woa zu denken. Also gut, fangen wir ganz von vorne an. Woa, Woa, Woa. Woa, 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 woa. Nein, nein, nein. Habt ihr keine Ohren mehr? Habt ihr alles vergessen? Wo ist die Musik eurer Vorfahren? Hört auf die Schläge eurer Herzen. Woa. Woa, 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 woa.
verstanden? Diesen Männern werden andere Männer folgen. Sie werden die Welt zerstören, um sie zu besitzen. Also sammelt euch. Ist Woa Woa am Ende wirklich gestorben? Die Menschen schlafen, in der Ferne rauscht das Meer und über uns das Kreuz des Südens. Fehlt bloß noch, dass jemand Blowing in the Wind singt. Wie heißt Woa Woa? Woa Woa ist nicht etwas und nicht jemand. Woa Woa ist unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Woa Woa ist ein schlafender Zauber, der uns schützt. Wenn wir Woa Woa nicht mehr wecken können, sind wir verloren. Ich kenne die große Welt. Sie wird unsere kleine Welt verschlingen. Vielleicht ist unsere Zeit abgelaufen. Wie steht es geschrieben auf dem Stein der Steine, wenn alle Menschen und Töne vereinen? So steht es geschrieben. Wie hieß der Werbetext? Fünf Kinder aus fünf Kontinenten entdecken die Welt. Vielleicht ist es doch kein Zufall, dass wir hier sind. Aber Fancy Flakes kann unmöglich diese Welt gemeint haben. Vielleicht gibt es einen höheren Zusammenhang, den wir nicht kennen. Das war ein vietnamesisches Kinderlied. Meine Großmutter hat es mir mal vorgelesen, wenn ich drauf war. Ich bin Chilene. Ich möchte euch gerne ein chilenisches Lied vorsingen. La 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 Emplazando tiene bien, me dejas en su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. La 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 la. Was
ist mit Ihnen? Wo kommen Sie her? Ich bin Brasilianer. Meine Vorfahren sind Afrikaner und Portugiesen. Aber ich bin vollkommen unmusikalisch. Das gibt's nicht, ein unmusikalischer Brasilianer. Ich bin meines Wissens auch der Einzige. Dürfen wir uns vielleicht zu euch setzen? Wir haben so Streit jetzt vergessen. Und es ist doch recht dunkel hier. Haben Sie die Insel vermessen? Ja, sicher. Haben Sie auch alles genau notiert? Ja. Zeigen Sie mal hier. Meine Arbeit! Meine Arbeit! Sie können sich zu uns setzen. Ich könnte mir noch mal von vorne anfangen. Vergessen Sie es. Aber ich habe einen Auftrag. Vergiss den Auftrag. Willst du wirklich dieses Paradies urbanisieren? Das sagst du so, wie soll ich vergessen? Dafür sagen wir schon. Hier ist ein israelisches Lied, das wir den Menschen auf dem großen Boot beigebracht haben. Und hunderte von Völkern. Außerdem bin ich in Europa groß geworden. Wieso vertrittst du nicht einfach dein Volk? Na gut, hier ist ein Lied, was wir auch zu Hause oft gesungen haben. Kumbaya. Wenn beim Alpenglühen wir uns wiedersehen, mit ihren roten Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Oh weia, nein, komm so eins, pack mal auf. Die Yeah.
Lieblingslied. Tura-lura-lura, tura-lura-lai, tura-lura-lura, hush, no, don't you cry. Tura-lura-lura, So steht es geschrieben. Aber seid ihr auch sicher, dass ihr Menschen seid? Wir bemühen uns. Also gut, Leute. Boa Boa schläft. Wir haben es gesehen. Machen wir noch einen Versuch. Wecken wir es auf. Boa, 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 Boa. Voa, 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 voa. Ich hatte einen seltsamen Traum. Was war denn los auf dieser Insel? Was für eine Insel? Wir haben euch schlafend am Strand gefunden. Was für ein Strand? Und wo kommen diese Kinder her? Kinder? Die müssen irgendwas gegessen haben. In meinem Traum ging es um Musik. Es war eine wunderbare Musik. Dabei bin ich vollkommen unmusikalisch. We are the world. No one told me just how to get there.